Piondragis, ein Pokémon mit den Typen Gift und Unlicht, existiert seit der vierten Spielgeneration und ist die Weiterentwicklung von Pionscora. Piondragi hat einen auffällig aufgegliederten, gepanzerten und recht wendigen Körper. Sein Hauptmerkmal sind wohl die beiden langen, aus tropenförmigen Segmenten bestehenden Arme, die von seinem Kopf an beiden Seiten ausgehen und in je zwei weiße gekrümmte Giftkrallen übergehen. Piondragi besitzt einen runden Kopf, einen langen Hals, welcher in einen kräftig gebauten Körper mit vier in einem spitzen Stachel endenden Beinen übergeht. Sein Schweif und die Arme an seinem Kopf sind identisch gebaut. Hauptsächlich trifft Piondragi in Lila auf. Die kugelförmigen Enden seiner Arme und seines Schweifs weisen je zwei gegenüberliegende runde hellblaue Flächen auf. Sein Gesicht besteht aus seinem breiten Zahnbewehrten Mund, in dem weiße Mundwerkzeuge zu erkennen sind, seinen hellblauen und länglichen geformten Augen mit weißen Iriden und schwarzen Pupillen sowie zwei kleinen Hörner zwischen den Augen und einem Horn auf dem Kopf. In der Shiny-Form erscheint Piondragi hauptsächlich in Rot. Es nutzt dabei vor allem Gift-, Unlicht- und Käferattacken, wie beispielsweise Nachthieb, Giftstreich, Kreuz, Schere oder Knirscher. Es besitzt die Fähigkeit Kampfpanzer, wodurch es Volltreffer abwehrt. Die Fähigkeit Superschütze, mit der der Schaden von Volltreffern gesteigert wird, oder die versteckte bzw. und die versteckte Fähigkeit Adlerauge, wodurch die Genauigkeit bzw. der Verlust der Genauigkeit von Piondragi verhindert wird. Piondragi ist in trockenen, wüstenartigen Gebieten zu Hause. Es legt ein ziemlich rabiates, angeberisches und selbstbewusstes Verhalten an den Tag und achtet sehr genau darauf, dass sich andere aus seinem Revier heraushalten. Sein Drang, jeden Menschen und jedes Pokémon anzugreifen, das es wagt, einen Fuß in seine Wüste zu setzen, hat dafür gesorgt, dass Piondragi unter ihnen als gefürchtet gilt und ihm den Beinamen Wüstendämon eingebracht hat. Einzig die Konfrontation mit unerwartet aggressiven Hippoteros scheut es. Piondragi ist stolz auf seine Kraft und zeigt sie gerne im Kampf, indem es manchmal den Gegner mit purer Körperkraft zur Strecke bringt, obwohl es über die Krallen an seinen Armen ein starkes Gift absondern kann. Seine Arme sind aber so stark, dass es damit in Rage problemlos Autos zerquetschen kann. Und auch ein kräftiges Beißwerkzeug und sein Gift macht es sich gerne zunutze. Dabei ist er der zweite Teil der zweistufigen Entwicklungsreihe und entwickelt sich auf Level 40 aus Pionscora. Durch seine Entwicklung zu Piondragi erhält Pionscora ein rabiateres und stärkeres Aussehen. Sein Kopf, welcher einst direkt an seinem Rumpf lag, ist nun durch einen langgegliederten Hals davon getrennt und auch die Auswüchse an seinem Kopf haben sich zu wendigen Armen entwickelt, die optisch seinem Schwanz gleichen. Zudem erscheinen die Beine kräftiger und Piondragis Gesichtsausdruck lässt eine erhöhte Kampfbereitschaft erkennen. Und mit seiner Typenkombination ist es immun gegen Psychoattacken, nimmt halben Schaden gegen Gift, Geist, Pflanzen und Unlichtattacken, doppelten Schaden gegen Bodenattacken und der Rest macht normalen Schaden.